Soll ich der Maske nochmal Bescheid geben zum Abpudern? Ich mag es gern natürlich. Ich finde, die Menschen haben den Kontakt zu ihrer Natürlichkeit verloren. Als ich dem DT zugesagt habe, dass ich Tartüff spiele, wusste ich überhaupt nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. Welche Reise ich da antreten würde. Ende Februar erhielt ich eine SMS von Jan Bosse. Willst du Tartüff spielen? Ja, die Frage ist nicht, ob ich will. Die Frage ist, habe ich Zeit? Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben in unserem Leben. Ich liebe Molière. Wir machen die Version von Peter Licht, nur inspiriert von Molière. Lies dir doch erstmal das Stück durch und dann sag einfach was dazu. Ich habe mir das Stück durchgelesen. Jan, guck mich an. Du willst, dass ich einen Guru als Hochstapler spiele, der ein Schwein ist. Mach ich nicht. Willst du mehr Geld? Geht es darum? Also dafür finden wir eine Lösung, auf jeden Fall. Es geht nie um Geld. Wie kann ich in 3 Monaten eine Figur erfinden, die so weit weg ist von meiner Persönlichkeit? Denk doch bitte nochmal drüber nach, Boji. Ich wüsste sonst keinen, der das so spielen kann. Ich mach's. Meine Reise hat viel früher begonnen, als ich dachte. Die Suche. Es gab natürlich Momente, da war ich am Verzweifeln. Jan, hör mir zu. Pinkelt Tartüff im Sitzen oder im Stehen? Ich muss es wissen, Jan, ich muss es wissen. We take a deep breath und begeben uns auf die Suche. Tartüff, wohin führst du mich? Man darf die Wahrheit nicht verstecken. Hast du es gehört? Ich habe nichts gehört. Er war die ganze Zeit hier. In mir. Meine Reise hatte mich wieder zurück an den Ursprung gebracht. Zu mir. Ich bin Tartüff.